Denn wenn ich hier die Tür aufmache, dann kommen die direkt angeflogen. Was ein bisschen ungünstig wäre. So, eine noch. Und ich habe keinen Schlüssel mehr. Da brauche ich noch einen Schlüssel. Wo kriege ich den? Da hinten ist er. Okay, ich habe nichts gesagt. Da ist ja schon der Schlüssel. Zack, 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 zack. Zack, zack. So, da war wieder eine Bombe. Da hat man auch wieder diesen tollen Lichteffekt gesehen. Wenn das ein bisschen düsterer ist, sieht man das besser. Und von da ganz hinten eine Fledermaus angefliegt. Angeflogen. Angefliegt kommt sie. So, ich gehe erstmal da oben rum und sammle dann meinen Loot ein. Ich weiß ja schon mehr oder weniger, was es geben wird, wobei das ja scheinbar auch ein kleines bisschen vielleicht zufällig zu sein scheint. Sonst hätte ich ja eben nicht ein Leben gekriegt statt Geld. Beim letzten Mal habe ich ja nur Geld aus den Truhen gekriegt. Und eben war es Leben. Also aus der einen Truhe, die da war. Von den beiden. So, hier gibt es aber, okay, hier gibt es nur Leben. Hier war mein Geld, ja tatsächlich, 1300 haben wir schon wieder. Wofür habe ich denn beim letzten Mal so viel Geld ausgegeben, dass ich irgendwie diesmal mehr habe? Ich glaube, letztes Mal habe ich mir schon relativ früh ein Lebensupgrade gekauft, oder? Deswegen hatte ich dann kein Geld, um mir immer alles zu kaufen. Und ich glaube, es gab... shit. Es gab ein Upgrade mehr für den Krieger bei der Angriffstante, da meine ich wenigstens. So, aufpassen. Da geht das auf. Dann geht es da auf. Dann geht es wieder da auf. Okay. Diesmal mache ich es ordentlich. Diesmal möchte ich ja nicht ein Leben verlieren. Beziehungsweise zwei haben wir letztes Mal, glaube ich, sogar verloren, oder? Also, weil ich doof war. Aber ich glaube, ich habe zwei Leben verloren da dran. Ach, hier. Hier habe ich ja schon die meisten Gegner gekillt. Hehe. Ja, stimmt. Beim letzten Mal habe ich nämlich, da bin ich noch mal einmal zu früh gelaufen oder so, ne? Und bin dann auf die Stacheln gelaufen und war dann abgekratzt. Und vorher einmal, weil ich das nicht gecheckt habe, wie das funktioniert, weil ich doof bin. Das ist immer eine schöne Begründung. Weil ich doof bin. Warum hat das nicht funktioniert? Weil ich doof bin. Ah! Oh, mit dem mehr Schaden mache ich die aber sehr gut. Bringe ich die sehr gut runter. Das hat besser funktioniert als erwartet. Hier sind ja überall diese Dinger. Ich kann auch außen rumgehen, aber... Ich möchte gleich sowieso wieder die ganze Brücke einmal clearen, von daher... Die sterben jetzt auch sehr schnell, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich mache halt auch einfach mal 21 Schaden, statt mit dem Krieger irgendwie 10 oder was das war. Pro Schlag. Leider nochmal eine Ecke weniger. Und dann hier nochmal der Splash Damage. Der auch nicht zu verachten ist, auf keinen Fall. Der ist echt praktisch, vor allem bei vielen Gegnern. Und das hier sind ja durchaus einige Gegner immer. Bei den Viechern, die man dann damit trifft. Jetzt kommen, glaube ich, nur noch die roten Fledermäuse, ne? Was ich da eben gerade so gesehen habe. Links, ja, da. Und da ist auch wieder so ein... shit. Das muss ich dann gleich auch relativ flott umbringen. So. Einmal schnell vorbei. Ja, da ist aber direkt auch eine Speicherstation. Das ist natürlich praktisch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und flop. Also Speicherstation. Ich nenne es, warum nenne ich es Speicherstation? Also ein Checkpoint, an dem ich wieder... wieder starten kann und sind so schnell, sie sind so schnell, sie sind so schnell. Okay, dann jetzt Attacke Bert. Oh shit. Es geht eigentlich, so schlimm ist es gar nicht, wobei ich immer Angst habe bei jedem Schuss, dass er mich noch irgendwie trifft. In irgendeiner sehr kruden Art und Weise. Bombe. Wow. Ich wollte gerade ganz kurz meine Potion nehmen, weil ich Angst hatte, er trifft mich. Aber er hat mich nicht getroffen. Glück gehabt. Und ja, das war definitiv Glück. Dass ich da so schnell noch weggekommen bin. Sterbt. Und gibt mir Combo.
Hehe. Da komme ich ja gleich, müsste ich gleich auch wieder hinkommen. Da war was hier, ne? Mit den Schaltern, meine ich. Zack, hier ist der eine Schalter. Ach, dann kommt da die Truhe hin. Nein, das war doch nicht das. Ach, hier war der andere. Genau, hier war das. So funktioniert das. Zack, und dann geht das da oben nämlich auf. I see. I remember. Und so. Oh, hier sind wieder ganz viele von den ekligen Viechern. Erstmal die Kokos und dann die Viecher selber. Nennt man das Kokon? Ich weiß gar nicht. Würmer haben eigentlich keine Kokons. Deswegen würde ich das fast Bombe irgendwie anders nennen wollen. Der Ranger kann übrigens Bomben legen. Das ist die Spezialfähigkeit davon. Fällt mir gerade mal wieder so ein. Ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Mal erwähnt hatte. Das ist eine sehr, sehr coole Fähigkeit, aber auch eine nicht unbedingt einfach einsetzbare, weil, naja, mit einer Bombe zu treffen ist deutlich schwieriger als mit einem Sturmangriff oder mit dem komischen Flammenwerfer. Wie auch immer man das nennen soll. Oh, wie nennt man das denn in üblicherweise in Fantasy-RPG, so eine Attacke? Inferno oder so. Naja, in Diablo hieß es Inferno. Sah ein kleines bisschen anders aus, aber war im Kern eigentlich dasselbe. Zack. Das ist noch so eine komische... Ich nenne sie jetzt einfach mal Drachenlarve. Habe ich beim letzten Mal ja auch schon manchmal gemacht, auch wenn ich nicht hundertprozentig sicher bin, warum. Das sind halt die komischen Larven mit den Kämmen. Und Schluck Wasser nehmen. Ich hier nicht verdurste oder so, oder mein Mund pampig wird. Ich rede das sowieso schon gerade wieder. Ich quatsche zu viel. Liegt daran, dass ich ein bisschen kaschieren möchte, dass ihr das jetzt theoretisch ja alles schon kennt, wenn ihr meine anderen Videos gesehen habt. Gut, nicht mit dem Magier, aber so grundsätzlich den Dungeon halt bis hierhin. Haben wir schon gespielt. Von daher, das möchte ich dann ein wenig kaschieren. Ich hatte kurz überlegt auch, ob ich das quasi so spiele, ohne aufzunehmen, bis zu der Stelle, wo wir beim letzten Mal gekommen sind. Das wäre natürlich, hätte ich machen können. Auf der anderen Seite wäre das sehr viel, ich will es nicht sagen, aber verschwendete Aufnahmezeit. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ich schätze, die musste ich irgendwie drücken oder so. Irgendwie hatte das einen Sinn. Nehme ich einfach mal an. Ach, hier kommt wieder so ein Raum mit ganz vielen komischen Käfern. Das ist ja super. Die sind relativ nervig mit dem Magier, finde ich persönlich. Die folgen einem halt so. Und da muss man immer zielen, zurückgucken, zielen und so. Mäh, ist nicht so geil, finde ich. So, das A möchte ich nicht. Nein, natürlich nehmen wir das mit. H haben wir jetzt. Wir haben H. Also ich hatte überlegt, ob ich das halt dann nicht aufnehme, aber es wäre halt verschwendete Aufnahmezeit gewesen. Also ich muss es ja sowieso spielen. Ob ich jetzt dabei rede oder nicht, macht dann auch wieder nichts aus. Und vielleicht möchte es der ein oder andere ja sehen. Vielleicht auch nicht, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe mal, dass es der ein oder andere gerne sehen möchte. Wenn nicht, dann habe ich halt, naja, Videos trotzdem gemacht, die ihr euch angucken könnt, wenn ihr wollt. Was die Leute, die sich das nicht angucken möchten, sowieso jetzt nie erfahren, aber ist ja wurscht. Und ja, auf jeden Fall, wenn wir dann weiterkommen, haben wir trotzdem auf jeden Fall am Ende noch was davon gehabt. Ich könnte natürlich so einen Skip-Button machen oder sowas, aber das hilft ja dann auch irgendwie nicht so viel. Ich kann das Video dann ja entsprechend benennen. Ab hier geht's weiter, wuhu, oder so. Weil es vielleicht ein blöder Videoname ist. Wuhu. Vielleicht sollte ich das rausnehmen. Ich sollte es nicht Wuhu nennen. Huch könnte ich es nennen. Ja, das geht. Ich töte die, glaube ich, mit einem Schuss, wenn ich ordentlich treffe, oder? Ja, tatsächlich. Hatte ich nicht erwartet. Na gut. Ich glaube, die Viecher habe ich tatsächlich auch mit dem Krieger schneller tot gekriegt, oder? Da bin ich irgendwie mehr so durchgerödelt. Einfach einmal durch und alles war tot. Gut, ich habe dabei mehr Leben verloren, aber auf der anderen Seite, wenn ich mit dem Krieger anders gespielt hätte, bisschen weniger risikofreudig, dann hätte das wahrscheinlich auch besser funktioniert. So bin ich ja gerade furchtbar vorsichtig, weil ich einfach Angst habe vor allem, was sich bewegt, weil es mich potenziell mit einem Schlag töten könnte, was hier rumeiert. Zumindest gefühlt.
Die Viecher hier zum Beispiel. Gut, die müssen auch erstmal eine Weile ausholen, bis sie mich überhaupt schlagen können. Aber die Fledermäuse, vor denen habe ich gerade richtig Schiss. Ich habe bis jetzt zum Glück noch keine getroffen, aber die laden halt, in Anführungsstrichen, laden ihre Attacke halt auch so schnell auf. Sprich, wenn die einmal an mir dran sind, dann aua und dann danach direkt nochmal aua und so weiter. Und dann bin ich relativ schnell Matsche. Da hinten ist ein Combo Plus Trainer, das ist gut. Und da haben wir eine Combo. Aha. Combo Plus Trainer bedeutet, glaube ich, der hat bessere Sachen noch zu verkaufen als der normale Combo Trainer am Anfang. Das ist schön, das gefällt mir. Und da liegt einfach mal ein bisschen Geld rum. Das will er scheinbar ja nicht haben, der gute Trainer, der. Okay, könnten wir das nehmen? Einfacher Kram. Nova um mich rum halte ich irgendwie auch nicht für sinnvoll. Ich möchte es tatsächlich alles nicht haben. Also, ich kriege gerade nicht so richtig Kombos zusammen, aber ich brauche sie auch irgendwie nicht. Also ja, das ist schön, dann bewege ich mich schneller und stuff, aber so richtig wichtig ist das irgendwie nicht. Oder hinten ist so ein Piekser. Piekser von unten. Ein Arschpiekser. Ja. Oder so. Muss ich das jetzt direkt wieder? Ich muss das jetzt wahrscheinlich auch reinschreiben in die Videobeschreibung, dass ich hier böse fluche. Ich flüche böse. Fluche böse. So. Dürfen sich dann die jungen Menschen unter uns nicht anschauen. Aber das geht ja nicht. Nicht, dass die nicht deutlich schlimmere Sachen drauf hätten als ich, aber gut. Von mir aus. Früher war das nicht so. Als ich noch jung war, hat man nicht so geflucht. Und wenn, hat man einen aufs Maul gekriegt. Von den älteren Leuten. Ich komme nicht dazu, die komischen Kokons kaputt zu machen. Verdammt. Doch, okay, einer ist kaputt. Sehr gut. Wenn man dann erstmal einen kaputt hat, dann kommt man durch den Rest auch durch. Weil man dann die Gegner einfach langsam, aber sicher bis zum Kokon einfach alle tötet. Aha, so ungefähr. Ich glaube, dasselbe Problem hatte ich mit dem Krieger letztes Mal auch. Dann habe ich mich da nicht so richtig durchgetraut, weil halt aua und so. Und naja. Dann hatte ich ein ähnliches Problem. So, das ist eine goldene Tür. Sind wir hier beim letzten Mal komplett durchgekommen? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich glaube, das Stockwerk hatten wir nicht komplett geschafft, oder? Wie komme ich denn da rein eigentlich, sag mal? Käfer von oben. Eklig, eklig das. So, langsam wird es wieder interessanter hier. Vielleicht kommen auch wieder die Hinternpiekser. Ich nenne die jetzt einfach mal Hinternpiekser. Mir in den Hintern. Wie sind der da durchgekommen? Ein bronzener Schlüsselsäcke, den brauche ich da unten. Den kann ich sehr gut gebrauchen. Ich glaube, ich gehe aber trotzdem erstmal kurz hier oben rum. Bald müsste theoretisch auch wieder so ein Händler. Ein Händler kommen. Glaube ich. Ich meine, hier hinten war noch mal irgendwo dann so ein. War das so ein Attacke-Händler oder so? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, es gibt auch noch sowas wie Defense-Händler. Ich weiß aber nicht, was die genau machen, was man bei denen kaufen kann. Lebensregeneration in passiver Art und Weise wäre ja auch cool. Wobei das natürlich wieder mit dem Magier mehr oder weniger nicht so nützlich ist, weil ich einfach sowieso sterbe, wenn ich Schaden nehme. Also ich habe langsam wirklich das Gefühl, wenn hier noch irgendwelche Gegner kommen, dann sterbe ich einfach, wenn die mich treffen. Also bei den etwas stärkeren jetzt, da kann ich das, glaube ich, ziemlich knicken. Die Hinternpiekser werden das letzte sein, was mich nicht one-hittet. Und der ist da hinten. Da habe ich ein bisschen... das geht aber. Ich kann den komischen Kokon töten, ohne dass mich der Hinternpiekser trifft. So. Ha. Mistvieh. Kriege ich auch noch tot. So. Pound. Böse gepawnt, Mistviecher. Gott, jetzt habe ich mich aber erschrocken da. Da hätte mich der Hinterpiekser aber auch fast noch erwischt. Gut, dass ich da in dem Moment sowieso weggelaufen bin. Ich höre die sehr schlecht aktuell. Weil ich es so leise gestellt habe, mein Spiel.
ganz vorsichtig und jetzt erstmal alles töten, damit ich mich hier ein bisschen bewegen kann, wenn die Fledermäuse gleich da rauskommen, sobald ich die Türen aufmache. Wollen wir ja nicht, dass ich dann direkt drauf gehe. Also ich will das zumindest nicht. Ich weiß das nicht. Ich weiß nicht, wie das au. Wie das bei euch ist. Ich möchte das sehr ungern. So, ich kann mich gar nicht mehr an diese Stelle hier erinnern, was da hinten eine Truhe liegt und so. Na, scheinbar. Oder doch? War hier nicht auch noch irgendwo so ein Hinternpiekser? Brennt! Haha! Geht alle drauf! 50 Mana geben diese Kugeln wieder. Das ist das erste Mal, dass ich so eine Kugel benutzt habe. Oh, Bombe. Na, hier war ich doch noch nie, oder? Kann mir doch keiner erzählen. Nur den Stockwerk 3 sehe ich da gerade so auf diesem Schild da links. So, erstmal das. Dann die alle. Man kann die theoretisch auch immer so schön sammeln eigentlich. Geht einmal so im Kreis, dann sind sie alle da. Dann bombt man da rein. Das ist ein bisschen wie in meinen alten WoW-Zeiten. Läuft im Kreis, bis alle Gegner da sind. Und dann rums mit der Arcane Explosion oder was auch immer. Lizard, sowas. Also, ich habe durchaus auch mal eine Zeit lang Magier gespielt. Sollte es ja geben, sowas. Und da habe ich das immer sehr gerne gemacht. Das war eine meiner liebsten Beschäftigungen. AE-Farmen, alles zusammenziehen, Bomben, Rums. Sehr coole Geschichte. Mir macht das sehr viel Spaß. Oh, shit. Was seid ihr denn alles? Warum ist hier so ein enger Gang? War hier nicht auch ein Hinternpiekser irgendwo? Da hinten ist er. Verdammt. Okay, da muss ich mir jetzt was Schlaues einfallen lassen. Hey, das geht. Das war sogar halbwegs schlau. Also, sehr, sehr halbwegs, aber immerhin. So muss ich mir irgendwie noch was einfallen lassen, wie ich den Hinternpiekser tatsächlich selber tot kriege. Hey. Das geht. Cool. Wenn ich mich da einmal parallel zu dem aufstelle und dann so schieße. Boah, wie stark. So gehört sich das. So gehört sich das. Ich glaube, sehr viel weiter war ich beim letzten Mal noch sehr viel weiter. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß auch nicht mehr, an was ich beim letzten Mal gestorben bin. Ich glaube tatsächlich, bin hier in dem Raum gestorben. Und zwar, als ich den Hinternpiekser tot hatte. Da haben die mich dann irgendwie eingekreist oder so. Irgendwas war da doch, oder? Erinnere ich mich da falsch. Das heißt, ab hier, wuhu und so. Neue Folge. Also, naja, neue Folge schon die ganze Zeit, aber... Neuer Kram, neue Dungeon Exploration, Sachen, die wir noch nicht kennen und so. Jetzt bin ich aber, glaube ich, von der anderen Seite gekommen, ne? Deswegen konnte ich mich wahrscheinlich an den anderen Kram da auch gerade nicht mehr erinnern. Ich hatte das tatsächlich so noch nicht gesehen. Ah, Combo-Attacke und so.